Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Evolve Evoli. Ich habe jetzt ein bisschen offscreen trainiert tatsächlich. Ich hoffe mal, es läuft besser als die letzte Folge. Ich hoffe, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Mal gucken. Ich liebe Marshmallows. Ja, okay. Ja, Marshmallows sind okay. Und er heißt Marshall. Entwickler. Ich sehe, was das sollte. Oh Mann. So. Es ist jetzt vergiftet. Es flucht sich hoch. Na, das ist doch super. Das macht sich langsam, aber dafür Verteidigung hoch und Angriff. Oh, toll. Wie nett. Wie wär's mit ein bisschen Sand im Gesicht? Wie findest du das? Ich hoffe, das gefällt dir. Haha, es gefällt ihm sehr gut. Würde ich jetzt mal sagen. Hat ja schon mal funktioniert. Jetzt kriegst du auch noch einen Ruckzuckhieb, aber der macht wahrscheinlich nicht so viel Schaden. Ja, da auch mit dem Lebensorb. Ist das... Wow. Aha, das war mehr Schaden als gedacht. Das ist nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich in diese Runde down bekomme, so. Vielleicht wechseln wir lieber. Ich weiß aber auch nicht, ob Rotom das so viel besser aushält. Warum macht er auch mit Rasierblatt so mega Schaden? Absorber, okay. Das ist nicht ganz so schlimm. Die Vergiftung macht ja inzwischen ordentlich Schaden. Nein, da wollte ich nicht drauf drücken, fies. So. Wie wär's mit einem Donnerschock für dich? Reicht das? Nein, was war das? Wenig Schaden. Stimmt das? Warum? Warum setze ich da nicht Erstaune ein? Mann, Mann, Mann. Ich vergesse immer, dass das Ding Erstaune kann irgendwie. Piplup. Oh. Ich glaube, damit komme ich zurecht. Gerade so. Ist das ein One-Hit? Nein, ein Two-Hit. Oh, wow. Ja, das ist schon sehr defensiv, das Pokémon. Das muss man ihm lassen. Ich mag auch Blinfa von den Startern der Generation am liebsten eigentlich. Ich meine, Stahl, Wasser ist eine coole Typkombination, die es nicht wirklich oft gibt. Und da ist das Letzte. Er hat tatsächlich alle drei. Na toll. Na, das ist ja was. Dafür haut das jetzt ordentlich rein, ne? Oh, fies von ihm! Oh, ehrlich? Evoli, was fällst du auch darauf rein? Das ist eine gemeine Strategie von ihm. Ob das jetzt reicht? Ich kann immer noch nichts einsetzen. Also nochmal mit Ruckzuckhieb drauf und hoffen, dass es Rotom gleich klärt. Aber ich denke, das kriegt Rotom hin. Das Problem ist halt, Evoli macht halt... Oh, ich hätte sogar überlebt. Wow. Evoli macht halt nicht wirklich Schaden von sich aus. Evoli hat keinen sonderlich guten Angriff, habe ich das Gefühl. Deswegen habe ich ihm jetzt den Lebensorb gegeben. Und ihr habt gesehen, es macht doch um einiges mehr Schaden als sonst. So gefühlt. Und auf Wiedersehen. Alle XP für Rotom. Rotom freut sich. Ich habe gar nicht mehr mit dem Typ geredet, der das Evoli unbedingt haben wollte. Hätte ich vielleicht machen sollen. Vielleicht sagt er ja was Witziges. Hi. Oh, du hast Pech. Ja, das tut mir leid. Das tut mir sehr leid für dich. Ich wäre auch traurig, wenn ich ein Evoli treffen würde und das würde mich besiegen. Das würde mich auch traurig machen. Ich glaube, das würde jeden traurig machen. Weil Evoli ja eigentlich in der Wildnis nicht so wirklich vorkommen. Ist das schon gemein. Ja, jetzt haben wir die zwei Trainer besiegt. Das heißt, ich kann eigentlich weitergehen. Ich sollte vielleicht auch das Spiel eben speichern. Muss ich hier ein bisschen öfter machen als sonst bei anderen Spielen. Weil es eben ein bisschen verbuggt ist. So ein bisschen. Ich mag die Fähigkeit von der Evoli. Muss man sich keine Sorgen machen, dass man vielleicht nicht entkommt. Finde ich praktisch. Ich komme hier gar nicht weiter.
Oh doch, ich kann hier hochlaufen. Haha. Okay, ich war kurz verwirrt. Hat sich aber geklärt. Oh nein, da ist ja noch ein Trainer. Nein. Ich dachte, ich hätte alle geschafft auf der Route. Die sind, das ist schon anspruchsvoll, habe ich das Gefühl. Hi. Ich bin gerade rechtzeitig, um dich zu fangen. Yay. Yay, glaube ich. Boah, wow, was hat denn der da... Was? Was hast du denn da für ein Pokémon stehen? Was ist los mit dir? Was für ein Ultra... So, sammelt der extra seltene Pokémon? Oder was sein Plan? Ich finde es ein bisschen gemein, dass er Evoli jetzt langsamer gemacht hat. Zum Glück ist das Ruckzuckhieb egal. Schauen wir mal, was so ein Ruckzuckhieb macht. Nicht so viel Schaden, leider. Nein! Ah! Jetzt mache ich keinen Schaden mehr. So ein Mist. So ein Mist. Habe ich schon so einen Mist gesagt? So ein Mist. Ich habe extra trainiert, ne? Und jetzt ist das auch Level 19. Ist das sein einziges? Hat er noch mehr? Ja, die Vergiftung ist gut. Vergiftung ist immer gut. Deswegen habe ich mich so gefreut, als ich das Toxin bekommen habe, die TM. Ich wusste, es würde mir sehr helfen. Und das tut es, wie ihr seht. Das Gift ist das Einzige, was dafür sorgt, dass ich hin und wieder mal gewinne. Oh, ich bin zu spät. Wie zu spät? Weil das Evoli jetzt zu krass geworden ist, oder warum? Ich glaube, ich muss noch mal heilen. Wie nett. Oh, das ist ein Item. Aha. Das hier ist wohl dann für Rotom gedacht. Würde ich jetzt mal so vermuten. Ich will die halt nicht einsetzen. So, ich will mir das so für die wichtigen Kämpfe aufheben. Also für die gegen Blitzer und Flamara. Ich weiß immer noch nicht, was als nächstes kommt. Blitzer oder Flamara. Ich würde ja sagen Blitzer. Was denkt ihr? Blitzer oder Flamara? Gegen Blitzer ist auch Rotom nicht ganz schlecht, weil Rotom eben mit Elektroattacken nicht so Probleme hat. Ich weiß gar nicht, Feuerattacken treffen Rotom, glaube ich, neutral. Naja, solange keiner eine Kampfattacke kann. Und nein, lernen die irgendwann Biss, die Evoli-Entwicklung? Natürlich können die Biss irgendwann. Das wäre jetzt aber nicht so cool. Hallo, warum bist du Level 19? Was soll das? Noch ein wildes Pokémon. Ach, das geht sogar vom Level wieder. Das ist nur Level 15. Und weg. Ach, fies. Mann. Was soll das? Raupi? Nein, danke. Ich bin schon vor dir weggelaufen. Musst du nicht nochmal versuchen. Gut, dann gehen wir mal... Oh, das ist Blitzer. Ich hab gesagt Blitzer. Ich hab gesagt Blitzer, Leute. Ihr habt mich sagen gehört, dass das nächste Blitzer ist. Und das ist Blitzer. Ich hatte recht. Ich bin nicht bereit. Das ist bestimmt jetzt Level 20, Level 22, irgendwas in die Richtung. Die machen hier so riesen Levelsprünge, habe ich das Gefühl. Richtig gemein. So. Ein Donnerschock. Hornju. Okay, das war nicht sehr effektiv. Das ist schon mal gut. Reicht das? Ja. Gut. Feines Rotom. Aber da ist noch ein Trainer. Oh nein, der sieht mich. Oh! Das gibt viele XP, wenn wir das down kriegen. Aber hinter mir steht auch ein Trainer. Der mich sicher angreift. Ich weiß auch nicht, wie ich Scharnira down kriegen soll. Ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. Das heilt sich jetzt die ganze Zeit. Das kriegen wir nicht down. Vor allem, wenn ich jetzt gleich gegen den Trainer kämpfen muss, ohne zu speichern davor.
Ja, aber hier gibt es Scharniere, das ist gut zu wissen. Damit kann man gut leveln. Das wird sich halt hochheilen. Die ganze Zeit. Oh nein, warum kann ich nicht entkommen? Ist das ein Witz? Das ist aber ungeschickt. Dass der Trainer da auch runterläuft. Oh, Scharniere. Scharniere ist eine Nervensäge. Herzlichen Glückwunsch, Scharniere. Oh, es hat seine Vergiftung geheilt. Ich hab dich schon einmal... Ich hab dir schon die Genauigkeit gesenkt. Was soll das? Oh, Leute. Das wird ein Drama. Oh, nein. Und selbst wenn ich das gewinne, muss ich es eh nochmal machen, weil ich gegen den Trainer dann nicht gewinnen werde. Was soll das? Warum tut man mir das an? Komm schon. Kurz und schmerzlos. Crit ist weg. Warum? Warum nicht? Nein! Warum kommt es denn die ganze Zeit durch? Ich habe deine Genauigkeit gesenkt. Es ist ihm einfach egal. Was soll das? Komm doch einfach mal nicht durch, bitte. Dann bist du down. Danke. Wow. Die blöde Attacke hier kommt nicht durch, ne? Hat das nicht gereicht? Warum hat das nicht gereicht? Oh! Hilfe! Ich werde gefangen gehalten von einem Scharniere. Das ist nicht witzig. Jetzt hat es eine Vergiftung geheilt. Und ich habe nur Tackle eingesetzt. Oh, es hat gereicht. Und, oh, okay. Ich wollte mich gerade beschweren, dass nicht mein Level abgereicht hat. Oh ja, Biss, bitte lass uns Biss lernen. Das macht 50 Schaden, das macht 40. Was machen wir weg? Ich würde schon gerne den Biss behalten. Aber das bringt eh nichts. Ich habe das Gefühl, die anderen treffen trotzdem weiterhin. Obwohl ich die Genauigkeit gesenkt habe. Und Level 18 auch noch. Ja, klar sieht er mich. Ah! Du bist so süß, ich werde dich einfach fangen. Ja, geil. Das habe ich mir gewünscht. Dein Dratini. Klasse! Ich habe ein fast totes Evoli. Nein! Nein! Und ich hatte 29 KP. Hätte ich einen mehr gehabt, hätte ich so... Die Leute. ist euch bewusst, was das bedeutet? Das macht mit Drachenwut jetzt das ganze Team weg. Ohne Probleme. In dem Levelbereich ist eine Drachen... Ist Drachen... Dragon Rage. Das macht nur 30... Macht das 40 Schaden? So eine Scheiße. Wie komme ich denn daran vorbei? Ja, geil. Ja, lass uns das einfach nochmal machen. Tötet mich! Ja, klasse! Oh, oh. Was rennt dieser Dreckstrainer da auch runter? Und guckt die ganze Zeit auf mich. Was soll denn das? Warum funktioniert das überhaupt, dass der noch was machen kann, während ich gerade kurz vorm Kampf bin? Och, Mann! Das ist frustrierend. Das ist richtig frustrierend. Och. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich weinen nach der Folge. Wenn ihr das nachvollziehen könnt. Ja, die Feuer wurde geschwächt. Herzlichen Glückwunsch. Du als Wasser-Pokémon hast damit ja richtig Probleme, soweit ich das einschätzen kann. Ist das jetzt down? Oh Mann, das stört mich. Das war richtig, das war gemein. Und dann auch noch ein Scharniere und ich konnte nicht mehr fliehen. Aber gegen das Dratini habe ich doch eh keine Chance. Was soll ich gegen das Dratini tun? Kann mir das einer erklären? Einfach nicht gegen den Typ kämpfen? Was ist der Masterplan? Leveln auf Level 30 hoch?
Ich weiß nicht, was ich tun soll, weil das macht ja immer 40 Schaden oder sowas, ne? 30, 40? Ich kann mir das nicht merken. Eins von beidem. Was soll ich tun? Kann mir das einer erklären, was ich... Ach, ja, okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns positiv morgen wieder. Und ich mache jetzt eine Pause von Evoli. Ich glaube, ich weine jetzt gleich, weil das gerade so viel ist, weil ich weiß auch nicht, wie ich an dem Dratini vorbeikommen soll. Ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.